Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich würde eher sagen, guten Morgen. Es ist 7:50 Uhr und ich war jetzt schon mit dem Hund und jetzt werde ich erstmal joggen gehen. Da kann ich euch nicht mitnehmen, weil was soll ich euch da filmen? Ne? Es ist ja die ganze Zeit am Rumwackeln und so. Und heute habe ich ein paar Sachen vor. Ich dachte, ich nehme euch mit und wir verbringen den Tag zusammen und ja, auf geht's in den Tag. Das ist so mein Jogging-Outfit. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal meine Jogging-Outfits gezeigt habe. Ich habe immer irgendeine Sporthose an, das ist immer ganz verschieden. Dann habe ich ein Top an, ein Sport-BH, eine Cap, um. Digga, ich mag das nicht, Sonne im Gesicht zu haben. Außerdem versuche ich, habe ich Hoffnung, dass ich nicht so braun werde, wenn ich eine Cap aufhabe. Und meine ganzen Foundations passen nicht mehr, wenn sich mein Hautton verändert. Weißt du, wie ich meine? Ich will auf keinen Fall brauner werden und ein bisschen Sonnenschutz, ne? Weil die Sonne knallt manchmal richtig. Dann AirPods. Digga, die fand ich früher so dumm, als ich die bei Leuten gesehen habe, als die AirPods ganz frisch rauskamen, ne, dachte ich immer, ja, Hipster, Hipster, ihr seht so toll aus, Bis ich mir die selber geholt habe, die sind echt cool. Guck mal, du kannst deinen Kopf ganz wild schütteln. Die Dumme, die fallen nicht raus. Die sind schon chillig, ne? Man muss halt nur aufpassen, dass man sie nicht verliert. Schweineteuer, ey, ne? Ich bin immer am Aufpassen, dass ich die nicht verliere oder sowas. Dann habe ich hier meine Bauchtasche. Das ist die einzige kleine Tasche, die ich habe. Da habe ich so Pottpackung drin. Taschentücher, Kacketüte, falls Rodi mal muss, wenn ich mit ihm joggen gehe. Und Kaugummis. Das ist so mein Jogging-Outfit, kann man euch ja auch mal zeigen. Und jetzt geht's erstmal los. Ich jogge im Moment immer 30 Minuten am Stück und versuche das erstmal als Leistung beizubehalten, ein bisschen zu verbessern und dann irgendwann können wir uns steigern. Merkt euch mein Gesicht jetzt. Ignoriert meine frühpubertäre Pickelphase und wartet mal ab nach dem Joggen. Tomatenkopf. Richtiger Tomatenkopf. Guck mal, was ich jetzt sehr gerne mache beim Joggen seit einigen Wochen beim Master. Ich höre gerne Podcasts oder Hörbücher. Ich habe als erstes von Pamela Reif ihren Podcast komplett durchgehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt höre ich im Moment von Julina Mann Storytime, also das Hörbuch zu ihrem Buch quasi. Ich finde es besser, als Musik zu hören, weil irgendwie, weiß ich nicht, komme ich dazu, so auch nochmal zu lesen, mir Sachen anzuhören, meinen Horizont zu erweitern, bla. Als wenn ich die ganze Zeit irgendwie meinen deutschen Hip-Hop höre von Liedern, die ich eh kenne und was weiß ich. Und joggen mit Liedern, die ich nicht kenne, die mir vielleicht nicht gefallen, wäre nichts für mich. Und deswegen mache ich das im Moment echt gerne mit zu Hörbüchern und so und kann das auch empfehlen. Ich bin wieder zu Hause vom Joggen. 30 Minuten später, ich bin happy. Oh Gott, mir ist so heiß. Heute soll es bei uns 28 Grad werden. Es ist jetzt schon übertrieben heiß. Gut, dass ich so früh war. Ich wollte erst um 8 aufstehen, aber dadurch, dass ich um 7 aufgestanden bin, bin ich jetzt schon fertig mit dem Joggen. Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache, fragen sich meine Nachbarn bestimmt auch. Wal gestrandet. Nein, Digga, ich liege auf dem nassen Rasen. Ich brauche gerade eine Abkühlung. Ich gehe gleich duschen, aber jetzt gerade brauche ich eine Abkühlung. Ihr habt ja jetzt ein paar Ausschnitte aus meiner Instagram-Story gesehen. Ich finde, Instagram ist die Plattform, auf der man mir live am nahesten sein kann. Weißt du, wegen Instagram-Stories und bla. Da teile ich teilweise Sachen, die ich auf keiner anderen Plattform teile und so. Klar ist das doof für die Follower, die kein Instagram haben. Aber ich bin ja auf verschiedenen Plattformen vertreten. TikTok, Facebook, YouTube. Oh, warte. Instagram ist da echt am chilligsten, weil ich halt durch die Stories und so, da ist man mir meistens sehr, sehr nah, wirklich täglich in meinem Alltag und ich poste da ja täglich und so. Folgt mir gerne auf Korrekter Bruder auf Instagram, das würde mich sehr freuen. Ich werde jetzt gleich duschen, ich habe mir jetzt erstmal so einen Grapefruit-Saft gemacht. Ich versuche seit einigen Monaten ein bisschen meinen Lifestyle zu verändern, Digis, falls ihr mir auf Instagram folgt. Dort habe ich das ganz doll erzählt mit dem Joggen, das mache ich jetzt seit 3 Monaten. Ey, ich bin der unsportlichste Mensch ever gewesen, ich schwör's euch, ich habe angefangen mit 2 Minuten joggen, 2 Minuten langsam gehen, 2 Minuten joggen, 2 Minuten langsam gehen und in solchen Intervallen und so. Ich werde euch mal meinen Joggingplan, nachdem ich gegangen bin, in der Infobox verlinken. Der ist ganz gut für Anfänger. Da könnt ihr auch nochmal variieren und gucken, das nach und nach zu steigern. Ganz langsam, wie ihr Bock habt. Und ich versuche jetzt im Moment so ein bisschen mir morgens anzugewöhnen, alle 2 Tage joggen zu gehen, dann Grapefruitsaft morgens zu trinken, duschen, danach mit einem Kaffee draußen zu lesen. Diggis, ich habe mir immer vorgenommen, ein Mensch zu sein, der jeden Tag joggt und liest. Ich habe aber nie gelesen und war
machen die joggen. Und dann dachte ich mir, wie willst du denn so ein Mensch werden? Es geht nicht mal vorrangig ums Abnehmen, so, ne? So ist das nicht. Ich habe nicht viel abgenommen jetzt. 1,5 Kilo oder so, weil ich naschen ist mein Problem, weißt du? Ich nasche sehr gerne sehr viel. Aber ich merke, dass ich mich sehr viel besser fühle, seitdem ich ein bisschen Sport mache, ein bisschen mehr Routine habe, ein bisschen was für meine Seele tue mit dem Lesen. Ich lese im Moment das Buch Miracle Morning, das werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Falls ihr das kauft, kauft das gerne über den Link in der Infobox. Das ist so ein Affiliate-Link, kriege ich ein bisschen Provision. Das habe ich jetzt zur Hälfte durch. Das ist der Grund, warum ich heute um 7 aufgestanden bin, Digis. So, ich kann auch um 12 aufstehen und dann bis was weiß ich arbeiten. Ne? Ich kann mir das ja einteilen. Letztens habe ich bis 3 Uhr nachts Videos geschnitten. Aber hier geht es um Morgenroutinen, die man verändern kann. Das gefällt mir bisher sehr gut. Ich bin am Morgen aufgestanden, ich habe mich richtig gefreut. Ist jetzt 9 Uhr, ich habe gejoggt, ich war mit dem Hund, ich gehe jetzt duschen. Ich meine, ich bin selbstständig, ne? Da kannst du dir das alles selber einteilen. Das ist nochmal ein Luxus, weißt du. Da musst du dich auch selber aber antreiben und. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber das checke ich im Moment ab, das Buch, das feiere ich sehr. Ich zeige euch jetzt mal einen Videoausschnitt von mir von vor einem Jahr. Das hat mir ein Follower letztens geschenkt und ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie ich vor einem Jahr auf eine Frage zu Sport geantwortet habe und wie ich da dachte und wie es jetzt ist. Wie oft treibst du Sport? Oh, Digga, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Sport getrieben habe, wenn ich ehrlich bin. Ich bin extrem unsportlich. Das nervt mich manchmal auch schon selber mega doll, weil ich mal sportlich war. Und ich weiß, ich kann so einen richtigen Kampfgeist beim Sport haben, aber ich bin, glaube ich, letztens 300 oder 400 Meter mit Rodi gejoggt. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal richtig Sport gemacht habe, Digga. Vor 1,5 Jahren oder so? Also ich wüsste deswegen, wie oft treibst du Sport? Die bessere Frage wäre eigentlich, wann hast du das letzte Mal Sport betrieben? Und ich merke, dass es mir richtig gut tut. Vielleicht merkt ihr auch die positive Veränderung. Ich weiß es nicht. Auf jeden. Jetzt erstmal genug gequatscht. Ich gehe jetzt erstmal duschen, muss ein bisschen Beauty-Programm machen, Story, Werbesachen drehen und. Aber ich gehe jetzt duschen. Prost! Ich habe gerade geduscht und so. Und ich mache mal ein bisschen Beauty-Programm nach dem Duschen. Jetzt habe ich meine Nägel lackiert. Und ich gucke immer Serien oder so, ne? Und jetzt gerade gucke ich Grey's Anatomy. Ich bin voller Wollen. Ich bin voll so ein emotionaler Typ bei solchen Sachen. Es ist 9.40 Uhr. Die Alte hängt hier fletzig einen ab. Ich werde jetzt nicht sagen, worum es geht oder spoilern, weil das... Oh. Ne, vielleicht kennen ja viele die Serien. Ich habe Grey's Anatomy vor vielen Jahren schon mal geguckt. Und jetzt gucke ich es nochmal. Und ich weiß, was alles passiert. Aber es ist trotzdem so emotional, ne? Auf jeden. Ich werde mir jetzt einen Kaffee machen und mich schön bei uns auf die Lichtung setzen. Und dann ein bisschen lesen, bla, entspannen. Und dann starten wir richtig in den Tag. Ich bin jetzt auch fertig mit meinem Geweine und mit dem Gucken meiner Serie. Für heute, für jetzt, mit dieser Folge. Euch fragen mich immer, was ich mit den ganzen Make-up-Sachen mache, die ich aussortiere in Videos. Die spende ich entweder in meinem Umfeld oder an Einrichtungen. Das mache ich aber immer nur von selber und nicht auf Anfrage, weil ich da auch doofe Erfahrungen mit habe. Oder ich verschenke sie dann in meinem Umfeld oder ich poste sie auf Instagram. Da habe ich so manchmal Make-up-Überraschungspakete, die ich ganz günstig verkaufe und mache da immer Fotos von, stelle das mal ein und sowas. Dafür habe ich extra das hier gemacht, Digis. Das ist so eine Kommode von Ikea. So ein Plexiglas. Habe ich extra gekauft. Ich glaube, 60 Euro hat das gekostet, damit das so schön spiegelt, auch für Produktfotos, ne? Alles klar, mach mal deine Frisur, bevor du Produktfotos machst. Und einfach so ein großes Ding von Blatt von Rossmann. Und hier mache ich dann immer Produktfotos. Hier habe ich nochmal so ein Staubtuch, weil Plexiglas sehr schnell staubt. Und ja, die stelle ich dann immer wieder dort mal ein oder verkaufe sie günstig an Follower. Die sparen. Ich freue mich, habe dann auch noch ein bisschen was davon. Und... ja, das mache ich mit den Sachen, die ich aussortiere. Und jetzt fotografiere ich auch wieder ein paar und drehe gleich erstmal Instagram-Story-Parts, bla bla bla. Drehe ein Video, seht ihr alles hier. Muss ich euch ja nicht erzählen, seht ihr ja.
bin jetzt mit Rodi im Wald. Ein bisschen auf Entspannen. Also, ich lese ja im Moment dieses Buch Miracle Morning, ne? Ich werde euch das in der Infobox verlinken, das ist echt gut. Und heute, Digis, da geht es ja darum, dass du deine Morgenroutinen veränderst und so. Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe mich hammer gefreut drauf, aufzustehen und den Tag zu starten. Ich hasse überall Viecher im Wald. Ich weiß, dass Viecher im Wald sind, aber ich mag das nicht. Wenn mich irgendwie Insekten berühren. Auf jeden Fall habe ich mich hammer gefreut. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, jetzt ist es 14 Uhr. Ich habe fast alles von meiner To-Do-Liste heute geschafft. Plus lesen eine Dreiviertelstunde, plus joggen gehen und. Und ich bin so voller Energie, das glaubt ihr gar nicht. Ihr wisst ja vielleicht aus anderen Videos von mir, dass ich ein Energy-Suchtproblem habe. Ne? Ich habe ja immer 3-4 Dosen Energy teilweise am Tag getrunken und das lasse ich jetzt seit einigen Tagen. Und ich bin fitter, als wenn ich Energy trinke. Klar, irgendwann gewöhnt sich dein Körper ja auch an den Energy, ne? Und es ist super ungesund. Meine Zähne sind dadurch unten abgesplittert. Ich habe das meinen Followern schon erzählt, weil man rutscht da echt leichter rein, als man denkt. Und jetzt ohne Energy fühle ich mich so viel fitter, ne? Ich habe keinen mehr zu Hause. Ich hatte immer palettenweise Energy zu Hause. Ich trinke morgens meinen Kaffee beim Lesen. Und ich bin so positiv gestimmt heute und so entspannt. Dieses Buch, ich habe es jetzt so dreiviertel durch ungefähr, Hälfte, dreiviertel, inspiriert mich so krass. Morgen früh werde ich auch wieder so früh aufstehen, um 7. So, weißt du, mal gucken, wie es nachher ist im Laufe des Tages. So, ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt noch einiges zu tun, da nehme ich euch mit. Ich habe gleich einen Pediküre-Termin. Ich suche seit Monaten nach einer richtigen Pediküre-Dame, die das gut hinbekommt. Ich habe schon ganz viele getestet, aber ich habe so viel schlechte Erfahrungen damit, Digis. Im Raum Flensburg suche ich. Ne, jetzt habe ich wieder eine, die ich teste. Ich habe welche, die mich die ganze Zeit voll gelabert haben, obwohl ich irgendwie mehrmals gesagt habe, ich möchte mich gerade nicht unterhalten oder ich bin gerade beschäftigt, ich arbeite vom Handy aus. Ich hatte welche, die mir 3-4 Wunden am Fuß gemacht haben, die geblutet haben. Ich hatte welche, die elektrische Geräte in der Nähe von meinem Fußbad hatten und nur so ein Drama, ne? Mal gucken, wie die Dame nachher ist, dann müssen wir noch zum Recyclinghof ein bisschen einkaufen, dies, das und so. Aber guck mal, ich bin jetzt seit 7 Stunden wach und ich fühle mich so wach und frisch und positiv. Also hammer cool, hammer schön. Auch nicht dieses Energy-Ding die ganze Zeit. Es fehlt mir teilweise nicht mal, ne? Es ist halt auch echt viel Gewohnheit. Mal gucken, wie es mir ein paar Stunden geht. Ja, und jetzt geht's weiter mit unserem Vlogchen. So, ich bin jetzt bei der Fußpraxis, bei der ich den Termin habe. Ich war jetzt noch kurz auf dem Recyclinghof. Hammer gut, Digis, dass es sowas gibt mit Recyclinghof. Na, wenn ihr irgendwie, also ihr denkt jetzt, also nicht, dass ihr denkt, ich denke, ihr seid dumm, aber manche wissen das vielleicht nicht. Wenn ihr Sperrmüllsachen habt, Sachen, die, was habe ich jetzt weggebracht irgendwie? Teile von einem alten Tisch, einen kaputten Drucker, einen kaputten Hundenapf von Rodi und so. So Sachen, die du nicht im normalen Hausmüll entsorgen kannst. Bringst du auf den Recyclinghof, die sortieren das, ist gut. So, du tust das in die jeweiligen Kisten da. Und ich habe nicht mal was dafür bezahlt, haben wir korrekt von denen so, ne? Jetzt auf zur Pediküre. Ich hoffe, dass das gut ist. Dann habe ich endlich jemanden dauerhaft für die Pediküre. Ich freue mich immer, wenn ich eine Person habe, die für eine Sache so zuständig ist, weißt du, statt immer wechseln und nee. Ich mag es, wenn etwas gut ist und dann bleibe ich auch dabei. Pediküre ist fertig. Jetzt geht's einkaufen. Ich bin jetzt bei Edeka. Ich zeige euch später zu Hause in Ruhe, was ich so eingekauft habe, damit ich hier schnell raus bin aus dem Laden, weil das ist immer so anstrengend und heiß mit der Maske und so. Ne? Überleg mal, die Leute, die den ganzen Tag arbeiten und die Maske drauf haben, ist auch heftig. So, wir sind zu Hause angekommen und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich mir denn so gekauft habe. Große Joghurts für ein Video, das ich für euch drehen möchte, mit leckeren Gemüsedips. Haltbarer Schmand, das ist für ein Video, in dem ich euch Nachtische zeigen möchte oder einen Nachtisch, den ich selber erfunden habe für meine Kochvideoreihe. Hummus wollte ich mal testen, weil vegan und so. Ich wollte mal so eine vegane Special-Version in meiner Aufgemampft-Videoreihe. Dann so kleine Joghurte morgens fürs Frühstück. Buco Balance, bester Frischkäse ever. Auch für die Dips und allgemein feiere ich den mega. Tomaten, Avocados fürs Video, Gemüse für so den Dip-Kram. Schafskäse für die Dips, Grapefruit. Ich versuche im Moment jeden Morgen eine Grapefruit zu trinken. Maiskörbchen hatte ich irgendwie Bock zu. Schwarzbrot, irgendwie kam ich durch Schatzi vor einigen Monaten schon auf einen Schwarzbrot-Trip. Oliven, Teewurst, mag Schatzi hammer gerne, mag ich überhaupt nicht, finde ich ganz schlimm sogar den Duft. Tortenpfirsiche in Schnitten, auch für dieses Nachtischvideo. So Käsekram für Schatzi und mich, Käsewürfel. Diese Hähnchenfiletstücke von Gut und Günstig sind die leckersten Hähnchenfiletstücke, die ich kenne. Und Melone, weil Schatzi gestern mega Lust auf Melone hatte, wir aber keine da hatten. Und jetzt werde ich erstmal alles einsortieren, dann werde ich kochen und ich zeige euch gleich, was ich denn so koche, wenn es fertig ist. Guck mal, Digis, ich habe mir so einen Nicer Dicer gekauft. Das ist halt so ein Ding. Ich zeige euch das mal. Da hast du so sehr scharfe Platten. Setzt du ein, packst hier zum Beispiel ein Gemüse drauf, was du schneiden willst.
drückst es runter, das Gemüse ist geschnitten. Vom Ding her hammercool, aber Schatzi meinte so, ist das jetzt so viel schneller, als wenn ich das jetzt mit der Hand schneiden würde. Ich mache jetzt zum Beispiel gleich Melone. Du hast so viel zum Abwaschen. Ich habe es bisher nur 2-3 Mal benutzt, ich bin mir noch unsicher. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr einen Nicer Dicer habt, wie eure Erfahrungen sind und was ihr dazu denkt. Ah, Diggis, ich habe so Hunger gehabt, dass ich vergessen habe, euch mein Essen zu filmen. Schlechter Influencer, ganz übel. Es gab bei uns Nudeln mit Pesto und Hähnchen in so einer Panade. Dann habe ich Schatzi Melone geschnitten, weil er so Lust drauf hatte. Das nehmen wir gleich mit. Wir fahren ein bisschen an den Hafen, da chillen und so. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ihr kennt meine Macke. Nach dem Kochen muss die Küche sauber sein. Die putze ich jetzt erstmal. So, wir fahren jetzt los. Ich habe meine Cap aufgezogen, weil ich halt kein... Irgendwie habe ich meine Sonnenbrille verloren. Gott weiß, wo sie ist. Und ich kann das nicht ab mit so viel Sonne. Ich kriege dann Kopfschmerzen. Das habe ich heute übrigens an. Wir sind jetzt am Hafen. Natürlich haben wir jetzt Tussis in unserer Nähe. Hört ihr das? Die jetzt für ihren DSDS-Auftritt üben. Ich meine, jeder soll singen, wie er mag und wenn er Bock dazu hat. Naja, aber Bruder, üb doch zu Hause. Ich sing auch zu Hause. Naja, auf jeden Fall haben wir trotzdem eine schöne Aussicht. Die zeige ich euch mal. Der Flensburger Hafen ist sehr, sehr Gesundheit. Schönheit. Nein, hast du schon. Der Flensburger Hafen ist richtig, richtig schön. Kommt, guckt. Man sieht jetzt nicht so viel aus dieser Perspektive, aber es ist schon ein schöner Hafen hier. Danach kommt der Hamburger Hafen, der ist noch schöner. So, ich dachte, ich zeige euch den Flensburger Hafen nochmal von dieser Seite. Dann seht ihr nämlich mal, was ich mit schön meine. Da hinten ist so eine kleine Partymeile mit bisschen Diskotheken, Cocktailbars und so, ist ganz chillig. Und so sieht das Ganze von hier aus. Falls ihr also noch nie in Flensburg wart, habt ihr jetzt nochmal einen ganz tollen Eindruck. Bin nochmal mit Schatzi hier hingefahren. Gleich geht's dann nach Hause. Dann muss ich euch noch 2 süße Sachen erzählen. Und dann war's das auch für heute. Wartet ab. Ganz süße Sachen. 2 mega süße Sachen sind mir passiert. Ich bin wieder zu Hause. Es ist jetzt 23.30 Uhr. Ich bin seit 18,5 Stunden wach. Und ich fühle mich echt frisch. Klar, ich bin langsam müde. Digga, 18,5 Stunden Sport gemacht. Ich habe heute 2 Videos gedreht. Eins, was echt aufwendig war, weil ich viel dafür machen musste, planen musste und. Aber dieses Buch, das inspiriert mich im Moment hammerkrass. Also mega toll, das freut mich hammer. Checkt es auf jeden Fall ab, falls ihr es kauft, über die Infobox, Digis. Weil ich kriege da ein bisschen Provision von Amazon, weil die sehen, ihr kauft das über mich mäßig, weißt du? Ja, ich werde... Digga, meine Konzentration ist immer irgendwann weg, wenn ich so müde werde, weißt du? Ich werde mich jetzt gleich abschminken, dann werde ich meine To-Do-Liste für morgen noch schreiben. Und dann werde ich auch ins Bett gehen. 2 Sachen, die ich euch erzählen wollte... Erstens, ich war heute am Spazieren und dann lag dieses Herzpapier-Ding auf einer Bank in Flensburg umgedreht, so, ne? Ich bleib so stehen, ich werde mit Schatzi spazieren und dann denke ich so, okay, nimm das mal. Mich hat interessiert, ob auf der Rückseite was steht. Tatsächlich stand etwas auf der Rückseite. Nimm dir Zeit für Wunder. Das muss irgendjemand in Flensburg, keine Ahnung, dahin geschrieben haben, gebastelt haben, dahin getan haben und das hat mich so gefreut, das habe ich mir mitgenommen. Voll süß. Dann waren wir am Flensburger Hafen und haben Alster getrunken. Alster ist Bier mit Sprite. Und da waren kleine Mädchen und die haben so ganz viele Bilder gemalt und vor sich hingetan und da waren Zettel. Ich lief erst dran vorbei, dann lief ich zurück. Ich dachte so, Digga, was machen die mit den Bildern? Und dann war dann Zettel pro Bild 20 oder 30 Cent. Ich guck so und dann habe ich das Bild hier gesehen. Das fand ich voll süß. Alles wird gut. So fand ich süß, Digga. Habe ich den 4 Euro gegeben. Ich sag hier, bestimmt schon so, alles gut. Die haben sich so gefreut. Die hingen da so, wah! Und dann war ich weg. Ich habe die aber noch gehört, weil wir relativ in der Nähe saßen. Ganze 4 Euro, wow! Ganze 4 Euro, wow! 4 Euro. Und ich denke so, krass. 4 Euro sind 4 Euro, Digga, normal. Aber schön, dass die Kinder sich noch so krass über 4 Euro freuen können. Das fand ich richtig süß. Und über diese 2 Sachen habe ich mich sehr gefreut, dass ich die gesehen habe. Hammer süß von der Person, die das auf diese Bank getan hat. Das ist schön, sowas. Ja, ich gehe mich jetzt abschminken, dann ruft auch schon mein Bettchen und morgen geht's wieder los. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr diesen Vlog fandet. Kommentiert mir das gerne und ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben zu diesem Video freuen. Abonniert gerne auf kostenlos meinen Kanal, damit unterstützt ihr mich auch, Digis, wenn ihr mich abonniert. YouTube sich anmelden, dauert ein paar Minuten. Abo ist kostenlos, ihr werdet immer benachrichtigt. Freut euch, ich freue mich. Ja, ich hätte es jetzt besser bewerben können, dass man mich abonnieren kann, aber weiß Bescheid. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage gute Nacht und Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.